Ja, ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen in dieser Vorweihnachtszeit. Alle denken schon an Weihnachten, nur wir nicht. Aber ein Weihnachtsgeschenk haben wir ja schon gekriegt mit der Wahl von Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten. Und drei Tage danach ist das Abendland immer noch nicht untergegangen und ein bisschen Ruhe eingekehrt. Ich hoffe, dass das ausreichend sein wird, dass die dann dort ordentlich regieren können. Wir haben doch so einiges erlebt, was im Vorfeld dieser Wahl noch medial und sonst auf den Weg gebracht wurde. Ich will vielleicht noch was zur bundespolitischen Bedeutung sagen. Da wird ja jetzt trefflich spekuliert, ist Thüringen ein Vorzeichen für rot-rot-grüne Regierungsfähigkeit auf der Bundesebene? Vielleicht so viel dazu. Natürlich wird Thüringen Ausstrahlungen auf die Bundesebene haben. Wenn dort gut regiert wird und bewiesen wird, dass unter linker Führung soziale und demokratische Politik gemacht werden kann, wenn die Thüringer hinterher nicht nur den Eindruck haben, sondern es so ist, dass es ihnen besser geht und nicht schlechter, hat es natürlich Ausstrahlung auf das ganze Bundesgebiet. Natürlich muss man auch ganz klar sagen, die SPD und die Grünen könnten sehen, dass es auch eine Alternative zu einer CDU-geführten Regierung gibt. Das ist ja ein Beispiel dafür. Und insbesondere die SPD die Chance hat, sich nicht mehr nur für die Vizekanzlerschaft zu bewerben, sondern eben wirklich für die Kanzlerschaft. Ich mache aber auch deutlich, dass nach wie vor ein Reformprojekt für einen wirklichen Politikwechsel auf der Bundesebene fehlt. Und wir sehen auch momentan keine große Bereitschaft, so ein Reformprojekt auf den Weg zu bringen, obwohl es dringend notwendig ist. Wenn wir wirklich einen Regierungswechsel herbeiführen wollen, muss er mit einem Politikwechsel verbunden sein. Und dazu bedarf es einer gesellschaftlichen Vorbereitung. Die Linke versteht sich durchaus als Motor für einen solchen Politikwechsel. Und wir sind auch bereit, hier eine vorwärtstreibende Rolle einzunehmen. Im Mittelpunkt muss natürlich für uns stehen eine Politik der sozialen Gerechtigkeit, eine Politik der Verteilungsgerechtigkeit. Und ich habe das schon öfters gesagt, auch Gregor Gysi hat es am Wochenende noch mal betont, dass es vielleicht gar nicht unbedingt die Außenpolitik ist, wie immer kolportiert wird, sondern dass es vielleicht die Frage ist, ob eine Reformregierung den Mut hat, die gesellschaftlichen Verteilungsverhältnisse von Einkommen und Vermögen zu ändern und somit Reformspielräume frei zu machen. Da sehe ich leider sowohl bei der SPD wie bei den Grünen eher gegenteilige Tendenzen und man wird sehen, wie die Dinge dort geklärt werden. Das Zweite, was ich ansprechen will, ist, dass die CDU in Thüringen offensichtlich Geheimverhandlungen mit der AfD geführt hat zur Wahl von Herrn Moring zum Ministerpräsidenten. Gott sei Dank hat es nicht geklappt. Aber das ist schon ein wirklicher Hammer, dass im Vorfeld der CDU-Bundesvorstand beschließt, sie gehen keine Verbindungen mit der AfD ein. Herr Moring ist meines Erachtens Mitglied dieses Bundesvorstandes. Er führt diese Verhandlungen. Bisher ist noch nicht geklärt, ob Frau Merkel informiert wurde oder nicht, oder ob es sogar ihre Billigung gefunden hat. Ich glaube, dass Frau Merkel gut beraten ist, das erstens klarzustellen, dass wir Transparenz haben, ob hier mit zwei Zungen gesprochen wird oder ob es eine klare Linie gibt. Und zweitens, im Vorfeld des CDU-Parteitages oder auf dem CDU-Bundesparteitag wäre ein klares Wort angebracht. Herr Schäuble hat heute noch mal ein Interview gegeben, wo er sagt, die AfD ist eine Partei, die ganz klar mit ausländerfeindlichen Ressentiments arbeitet und mit der sie nichts zu tun haben wollen. Das muss man auch deutlich machen. Ansonsten macht man eben Rechtspopulisten salonfähig. Und dann sollte die aufgeklärte Öffentlichkeit durchaus wissen, woran sie mit der CDU in dieser Frage ist. Wir hatten am Wochenende in Elgersburg
ein Treffen der Fraktions- und Landesvorsitzenden und Parteivorsitzenden, unser traditionelles Treffen. Natürlich haben wir dort auch gefeiert über Thüringen. Wir haben aber auch ein bisschen inhaltliche Arbeit geleistet und nochmal betont, welche Schwerpunkte wir für das Jahr 2015 sehen. Und ich möchte eines nochmal hervorheben. Wir hatten nochmal bestärkt, dass wir im Jahr 2015 eine langjährig angelegte Kampagne gegen prekäre Arbeit und prekäre Lebensverhältnisse in Gang bringen. Diese Kampagne heißt übrigens "Das muss drin sein" und hat 5 zentrale Forderungen. Die eine ist Leiharbeit und Befristungen stoppen. Ich war sehr erfreut, dass Frau Nahles auf dem JUSO-Bundeskongress gesagt hat, dass sie auch die sachgrundlosen Befristungen abschaffen wollen. Und ich bin mal sehr gespannt, was passiert, wenn die Linke einen entsprechenden Antrag in den Bundestag einbringt, weil es in der Tat nicht mehr erträglich ist, in welchem Ausmaß insbesondere junge Leute nur noch befristete Arbeitsplätze finden und von einer Befristung in die nächste geschoben werden. Wir bleiben dabei, dass wir statt Hartz IV Mindestsicherung wollen und ohne Sanktionen, und dass höchste Zeit ist, nachdem das Hartz-IV-System jämmerlich gescheitert ist, die Menschen weder in Arbeit bringt, aber trotzdem sie in der Armut verbleiben und der Umgang mit ihnen unter aller Sau ist auf Schwäbisch. Wir wollen eine Forderung erheben, mehr Personal für Bildung, Gesundheit und Pflege. Und jeder weiß, dass dort ein großer Mangel ist und dass es eine dringende gesellschaftliche Aufgabe ist. Wir wollen statt Dauerstress und Minijobs Arbeit umverteilen, eine neue Definition des Normalarbeitsverhältnisses in die gesellschaftliche Debatte einbringen. Und wir wollen, dass Wohnen und Energieversorgung bezahlbar sind. Im Übrigen genau Wohnen, die ganze Mietpreisexplosion und die Explosion der Energiepreise führt viele Menschen in prekäre Lebensverhältnisse. Wenn sie zum Teil 50% oder 60% ihres Nettolohns allein fürs Wohnen aufbringen müssen, darf man sich nicht wundern, wenn das Leben in jeder Hinsicht unsicher wird. Mit diesen zentralen Forderungen werden wir 2015 überall auf den Straßen und Plätzen sichtbar sein und natürlich auch im Parlament. Und wir haben den Ehrgeiz, diese 5 Forderungen in der Bevölkerung mehrheitsfähig zu machen, sofern sie es nicht schon sind, und tatsächlich eine Mobilisierung hinzukriegen, dass am Ende dieser Kampagne die eine oder andere Forderung auch in die politische Realität umgesetzt wird. Ähnlich wie mein drittes Thema, der gesetzliche Mindestlohn, den ja die Linke als erstes auf den Weg gebracht hat und mit einer langjährigen Kampagnen, Mobilisierungen natürlich mit dem Einsteigen der Gewerkschaften erreicht hat, dass eine konservative Kanzlerin ein Gesetz unterschreiben musste, das sie, glaube ich, niemals unterschreiben wollte. Wir bleiben aber dabei, dass dieses Gesetz, das zum 1. Januar 2015 kommt, unzureichend ist, sowohl in der Höhe. 8,50 Euro sind zu wenig, deswegen bleiben wir bei unserer Forderung 10 Euro. Wir sagen aber auch, dass die Ausnahmen große Probleme verursachen werden, dass Langzeiterwerbslose oder auch bestimmte Branchen ausgeschlossen sind. Den Erfolg dieses Gesetzes relativieren. Was aber das Hauptproblem werden wird, dass es zahlreiche Umgehungsmöglichkeiten gibt für die Arbeitgeber. Und das könnte dazu führen, dass eben nicht 3 bis 4 Millionen Menschen wirklich mehr Geld bekommen, sondern dass es deutlich weniger sind und die Bedeutung des Mindestlohns dann auch in der öffentlichen Wahrnehmung schlechter wird, als es eigentlich der Sache dienlich ist. Insbesondere, damit spreche ich natürlich auch die Presse an, dass die Zeitungsausträger keine Zeiterfassung machen müssen, heißt ja, dass sowieso eine Umgehungsmöglichkeit ist, dass man einfach bestimmte Stunden nicht bezahlt, indem man sie gar nicht erfasst. Im Übrigen in vielen Branchen eine gängige Praxis. Die Leute bekommen dann die 8,50 Euro, ja,
aber müssen mehr dafür arbeiten, unbezahlte Arbeit. Das Zweite ist natürlich, weil in vielen Branchen keine Tarifverträge gelten, dass dort, wo irgendwo Weihnachts- oder Urlaubsgeld bezahlt wird, es einfach auf den Stundenlohn umgerechnet wird, dann bekommen die Leute 8,50 Euro, aber nicht mehr Geld. Oder dass eben viele Arbeitgeber darauf hoffen, dass die Beschäftigten ihr Recht nicht einklagen und es einfach nicht bezahlen. Und ganz klar, wir bleiben dabei, die Kontrollen sind zu wenig und es muss dringend sichergestellt werden, dass die Gewerbeaufsichtsämter ebenso den Auftrag kriegen, die Einhaltung des Mindestlohngesetzes zu überprüfen. Das wäre, glaube ich, eine Mindestvoraussetzung, damit sowas wie eine ordentliche Kontrolle zustande kommt. Wir werden unseren Beitrag zur Aufklärung leisten und die Menschen ermutigen, ihr Recht einzuklagen und einzufordern und nicht darauf zu verzichten. Wir werden auch ein Mindestlohntelefon einrichten, wo sich Menschen beschweren können, wo sie sich an uns wenden können, denen der Mindestlohn verweigert wird, obwohl sie ein Recht drauf haben. Ein weiterer Punkt ist sind die Demonstrationen gegen Flüchtlinge, Pegida, heute auch wieder in Dresden. Gleichzeitig findet aber in Dresden auch ein Sternmarsch für ein weltoffenes Dresden statt. Ich brauche nicht zu betonen, dass die Linke diesen Sternmarsch unterstützen wird. Die Co-Vorsitzende Katja Kipping wird persönlich dort anwesend sein. Wir beide haben den Aufruf mit unterschrieben. Ich glaube, dass es auch dringend notwendig ist, dass dieser ausländerfeindlichen und flüchtlingsfeindlichen Bewegung was entgegengestellt wird. Wir haben, Gott sei Dank, auch in vielen Teilen der Bevölkerung heute ein sehr viel offeneres und toleranteres Verhältnis gegenüber Flüchtlingen, gegenüber Menschen in Not. In vielen Städten gibt es Bürgerinitiativen, gibt es ehrenamtliches Engagement von Menschen, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese Menschen ein deutliches Signal aussenden, dass sie mit Ausgrenzungen, Rassismus, ausländerfeindlichen Tendenzen nichts zu tun haben wollen und sich das auch auf den Straßen und Plätzen zeigt und dass im Übrigen alle gesellschaftlichen Parteien dazu aufgerufen sind, hier einen klaren Standpunkt einzunehmen, um keinen Raum zu lassen für rassistische und ausländerfeindliche Tendenzen. Dazu gehört natürlich auch, dass man eine humanitäre Flüchtlingspolitik macht und umsetzt und natürlich die Ängste der Menschen in jeder Hinsicht ernst nimmt. Letzter Punkt, die ganze Auseinandersetzung in Kobane und in den Kurdenregionen ist da ein bisschen aus dem medialen Blickfeld geraten, aber jetzt gerade im Winter sehen wir, dass doch sehr viele Menschen geflüchtet sind in die Türkei und dass dringende humanitäre Hilfe notwendig und nötig ist. Die Menschen frieren und hungern zum Teil und werden nicht ordentlich untergebracht. Deswegen haben Abgeordnete unserer Fraktion ein Spendenkonto eingerichtet. Es wird auch von der Partei unterstützt, um den Flüchtlingen in der türkischen Grenzstadt Suruç zu helfen. Wir haben dort eine Vereinbarung mit dem Bürgermeister getroffen und es wird direkt vor Ort sich auch darum gekümmert, dass die Gelder nicht nur ankommen, sondern den Flüchtlingen direkt geholfen wird. Das ist zumindest ein kleiner humanitärer Beitrag. Größere humanitäre Beiträge wären natürlich auf der politischen Ebene dringend notwendig.